Erste Liga, vom Fenster Ball. Erste Liga, vom Fenster Ball. Erste Liga, vom Fenster Ball. Unglaublich, das ist ein geiles Gefühl. Es ist eigentlich noch gar nicht so wirklich realisierbar. Es ist einfach, man schwebt im siebten Himmel. Ich kann es noch gar nicht beschreiben, groß. Wie schwierig war denn das heute nochmal? Extrem. Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, weil Köln will auch Meister werden oder wollte. Für uns war psychologisch einfach wichtig, dass wir im eigenen Stadion spielen. Wir haben die meisten Fans hinter uns und wir uns reichten an Unentschieden. Wir wollten aber nicht als Unentschieden spielen. Und es war ein Wechselbad der Gefühle. Die machen es 1-0, wir machen es 1-1, die machen es 2-1 hin und her. Und es war einfach. Aber wir wussten, wenn wir nicht aufgeben, dann gewinnen wir das Spiel, beziehungsweise uns langt einfach ein Unentschieden und dann holen wir die Meisterschaft. Ja. Ein Wort zur Stimmung hier im Stadion vor so vielen Leuten? Geiles Gefühl, geile Stimmung. Unsere Fans, die haben uns mega gut unterstützt. Auch nochmal ein Dankeschön an die Fans. Und es ist einfach, man sieht selber, die Stimmung ist einfach bombig. Ja. Und wie wird jetzt gefeiert? Ausgiebig. Wir fahren jetzt morgen 3 Tage weg. Und alles, was da passiert, bleibt unter uns. Und heute wird nochmal alles einfach sacken gelassen und gefeiert. Ich habe mir gesagt, ein Jahr zweite Liga im besten Fall und dann gleich wieder aufsteigen. Jetzt das erste Mal für Hoffenheim. Also es ist wahnsinnig, das Gefühl. Und ich bin einfach stolz auf die Mannschaft und dass wir das jetzt geschafft haben. Es ist sensationell. Wie hast du das Spiel so erlebt? Das war ja kein schönes Wetter, aber wie war das so auf dem Platz? Ja, also das Wetter spielt ja eigentlich keine Rolle. Also ich meine, es war ein richtiges Spiel zum Kämpfen heute. Das wussten wir, dass wir das tun müssen. Waren anfangs ganz klar die bessere Mannschaft. Mit dem 1-0 haben die dann Aufwind gekriegt. Und nach dem 1-1 war ich eigentlich voller Überzeugung, dass wir das jetzt heimbringen. Dann sind wir irgendwie noch am Feiern, kriegen schon wieder 2-1. Also sehr dumm. Aber in der Pause haben wir nochmal alle uns eben zusammengemacht und gesagt, dass wir das schaffen. Also wir wussten, dass wir die packen können. Beim 3-2 war für mich eigentlich klar, jetzt bringen wir das Ding heim. Und mit dem 3-3 waren wir wieder in kurzer Schock. Noch ein letzter Freistoß, es war unglaublich. Also zum Schluss einfach dann überragend, dass es auch geklappt hat, ja. Und wie hast du die Stimmung so erlebt hier im Stadion? Es waren ja auch sehr viele Zuschauer da. Die Stimmung war überragend, also es war sensationell, dass so viele Zuschauer kamen und so Stimmung gemacht haben. Also man hat immer gewusst, die helfen uns und die stehen hinter uns und es war einfach ein tolles Gefühl, ja. Ja, unser Ziel war eigentlich immer der Aufstieg und wir wussten, dass wir es schaffen können. Klar waren wir immer erst hinter Köln, aber wir sind eine starke Mannschaft und wir haben gezeigt, dass wir es drehen können und dass wir eine konstante Saison gespielt haben. Und ich denke, das Spiel heute hat es auch nochmal gezeigt, dass wir einfach zusammenhalten und über den Kampf kommen und so haben wir es dann geschafft.